Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden, lasst den Jugend ihr Vergnügen. Jan-Henrik Schäper-Stuke fällt auf. Rosiger Teint, das dunkelblonde Haar akkurat zur Seite gegelt, eine kreisrunde, rote Plastikbrille auf der Nase, Tweedanzug und um den Hals eine Schleife, keine Krawatte. Er braucht morgens eine Stunde, um sich fertig zu machen, denn sein Aussehen ist kein Werbegag für die 20er Jahre. Wenn jemand aufgesetzt ist, dann merkt man das ganz schnell. Und zuerst denken das viele Leute auch über mich. Sie denken, dass ich eine Rolle spiele. Aber das tue ich so überhaupt nicht. Sondern das, was ich hier tue, das ist so richtig gelebt. Ich binde mir jetzt nicht diese Schleife um, weil ich aussehen will wie ein Geschenk. Ich trage nicht diese große Brille, weil ich an Truman Capote ran möchte, sondern weil ich einfach den Style so richtig, richtig gut finde. Und ich finde mich so richtig gut. Dass das dann dazu führt, sich selber zu inszenieren, finde ich jetzt nicht so schlimm. Schon zu Schulzeiten war der Norddeutsche sehr modebewusst und pflegte den Hang zur Selbstinszenierung. Auch wenn er modisch im holsteinischen Privatinternat Luisenlund eingeschränkt war, erlangte er durch seine offene, aber bestimmende Art genug Popularität, um als Schülerpräsident einen neuen Rekord aufzustellen. Die Leute kommen dann zu einem und fragen dann, wie ist das, können wir das machen, kommen mit Problemen zu einem. Ich hatte einen sehr, sehr guten Kontakt zum Direktor. Das hat natürlich unheimlich geholfen, vielen Schülern zu helfen. Und deshalb war ich, glaube ich, auch 3 Jahre Schülerpräsident. Es war die längste Amtszeit ever. Zu diesem Amt gesellten sich noch die Jugendpräsidentschaften im heimischen Golfclub und bei der Politik AG des Internats. Als Teenager trat Jan-Henrik Schäper-Stuke engagiert in die Junge Union ein und heute mit 27 ist er Juniorchef im eigenen Unternehmen. Ambitionen waren schon immer vorhanden. Irgendwie wollte ich wollte immer Chef sein. Keine Ahnung, es war immer so, dass ich das gut fand. Ich habe immer das geliebt, den Hut aufzuhaben, mit Leuten zusammenzuarbeiten und die auch so ein bisschen zu führen und zu sagen, hey, lass uns mal das machen. Aber eben nicht beratungsresistent zu sein. Also ich bin niemand, der sagt, wir machen das jetzt so und nur so. Also ich bin da überhaupt nicht maßgebend in solchen Positionen. Seit er aber vor 1,5 Jahren sein Jurastudium abgebrochen hat, um in Berlin bei der Krawattenmanufaktur seines Patenonkels einzusteigen, widerfährt der Marke Edsor Kronen eine ganz neue Aufmerksamkeit. In der Fabrik im Kreuzberger Hinterhof entstehen Schals, Schleifen, Hausmäntel, Kummerbunde und natürlich Krawatten. Sie sind voluminöser als herkömmliche, meist aus Seide oder mit einem Kaschmiranteil. Zusammenarbeiten mit Wolfgang Job oder Michael Michalski sind nur ein Beweis für den positiven Aufwind, in dem sich die Firma befindet. Der Wind macht sich hier bemerkbar, dass wir hier eigentlich noch arbeiten wie in den 70er, 80er Jahren. Sprich, hier wird viel Pi mal Daumen bestellt. Hier werden die Überweisungsträger noch per Hand ausgeschrieben. Das ist das allererste, was ich geändert habe. Also ich sage das ganz ehrlich, das ist hier die Umstellung von einer elektrischen Schreibmaschine auf einen Computer. Marketing und PR liegen jetzt in den Händen vom Juniorchef. 2010 wird Jan-Henrik Schäper-Stuke vollwertiger Geschäftsführer bei Edsor. Edsor steht seit 100 Jahren für edle Sorte. Solch ein alteingesessenes Unternehmen zu reformieren, ist eine Herausforderung. Ich muss mich mit 27 Jahren schon bewähren. Ich will nicht einfach nur dastehen und sagen, oh ja, das hat aber schön gemacht. Sondern ich will es perfekt haben. Ich will schon, dass die Leute sagen, hey, alle Achtung, das ist gut. Also nicht diese jugendlichen Lorbeeren, die man dann so bekommt. Der Perfektionist, der die 20er Jahre so liebt, redet gern und ausschweifend. Auch eine Fotoserie seiner Wohnung am Hackeschen Markt findet man im Netz. Die 60 Quadratmeter teilt er sich mit 350 Schleifen, 70 Anzügen. Und Krawatten habe ich so ungefähr 100. Und ich liebe Schuhe. Früh war dem jungen Mann klar, dass er auf keinen Fall in die Nutz- und Schlachtvieh-Großhandlung seiner Eltern einsteigen würde.
Das hat zum Glück einer seiner zwei Brüder übernommen. Für mich kam irgendwie die Stallung nie in Frage. Ich fand es immer furchtbar, da hat es immer gestunken. Und mir kamen also die Schlachthäuser, es war mir auch alles irgendwie spooky. Und also vom Fleisch zur Seide. Seine Energie lässt auch abends nicht nach, wenn er Gäste einlädt, auf ein Tina Turner Konzert geht oder einen Empfang besucht. Dieser Selbstdarsteller ist ständig in Bewegung. Er wird nie müde, seinen neuen Posten zu repräsentieren und zum wiederholten Mal die gleichen Dinge zu erzählen. Denn Jan-Hendrik Schäper-Stuke hat gerade seine erste eigene Krawattenlinie entworfen und ist so enthusiastisch dabei, dass man sich eigentlich nur einen Namen merken muss: seinen.